Und nun das Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am Donnerstag, den 7. November 2013. Dies ist eine Aufzeichnung vom 6. November 2013. Ich begrüße ganz herzlich Freeman von Alle Schall und Rauch. Ja, schönen guten Abend und ich grüße alle Zuhörer. Freeman, du hast mehrere Artikel geschrieben über Yes Ukraine. Was ist das genau? Also, so wie ich das sehe und anhand der Teilnehmerliste, die dort aufgeführt wird und veröffentlicht wird, handelt es sich um eine Art Bilderberg-Konferenz des Ostens, die jetzt schon zum 10. Mal dieses Jahr in Jalta in der Ukraine stattgefunden hat. Und es ist schon interessant, wer sich da alles trifft. Im Prinzip sind es fast die gleichen Leute, die auch zu Bilderberg gehen oder Mitglieder der Council on Foreign Relations sind oder Trilateral, plus natürlich dann Vertreter aus der Ukraine und anderen östlichen Ländern. Und das ist ein Treffen, wie gesagt, schon zum 10. Mal dieses Jahr, das von Westen überhaupt nicht irgendwie erwähnt wird von den Medien. Nicht? Ich meine, wenn man sich da anguckt, wer alles dieses Jahr dabei war, die beiden Clintons, Hillary und Bill, der Tony Blair und auch der ehemalige Chef der CIA, David Petraeus, war dort dieses Jahr und Dominik Strauss-Kahn, Mario Monti, Gerhard Schröder. Ja, also das sind ja alles Leute, die eigentlich normalerweise, wenn sie irgendwo auftreten, in den Medien immer erwähnt werden. Aber auch hier wieder, so wie bei Bilderberg, da treffen sich die 100 Leute und in den westlichen Medien hört man nichts davon. Ne? Was ich erstaunlich finde, das Ganze scheint ja etwas ausgewogener zu sein. Es sind ja auch Medien da und angeblich haben die ja auch von dort Bericht erstattet. Das behaupteten sie zumindest auf der Webseite 2013. Da war Euronews was so ein Zusammenschluss von mehreren öffentlich-rechtlichen Sendern ist mit Schwerpunkt Berichterstattung Europa. Da war ICTV, also ICTV abgekürzt, ein Sender aus den USA da. Da war auch ein ukrainischer Sender da, aber es waren relativ wenige. Es könnte möglicherweise ausgesucht sein. Das ist ja bei Bilderberg auch so, dass Vertreter, Verlagschef, Chefredakteure von Zeitungen und sonstigen Medien bei Bilderberg teilnehmen. Aber das heißt ja nicht, dass dann auch eine Berichterstattung stattfindet. Im Gegenteil. Nicht? Also wir wissen ja, dass 2012, wo Bilderberg in Washington stattfand, hat der Verwaltungsratsvorsitzende der Tamedia Gruppe, das ist einer der größten Medienkonzerne hier in der Schweiz, hat dort teilgenommen und alle Zeitungen und Fernsehen und alles, was zur Tamedia Gruppe gehört, hat kein Wort darüber berichtet, über Bilderberg. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich hier auch bei Yes Ukraine, dass diese Leute wohl teilnehmen, aber das heißt nicht, dass berichtet wird, ja. Ja, also ganz anders als bei Bilderberg bieten die ja selber auch zum Beispiel Videos von ihren Konferenzen an bei Yes Ukraine. Ja, das stimmt. Also sie sind offener, insofern offener, dass sie eine Webseite betreiben, wo sie über die Teilnehmer berichten und Videos zeigen, was man nicht sieht und nicht hört, das sind die Diskussionen. Also man sieht nur die Fotos der Teilnehmer und so. Das heißt also, ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie natürlich wissen, dass im Westen über diese ganze Sache gar nie berichtet wird und sie tun das mehr oder weniger pro forma machen. Ja? Aber die Diskussionen selber werden nicht übertragen irgendwie oder YouTube-Videos kann man nicht sehen. Mhm. Ich meine, das ist ein bisschen besser als was Bilderberg macht, aber
aber ich glaube, das ist nur pro forma, ja. Für mich geht es eigentlich darum, dass diese ganzen westlichen Vertreter der Elite, es geht darum, um die ehemaligen Sowjetrepubliken wie Ukraine halt in ihren Machtbereich reinzuholen und Russland und sie von Russland abspenstig zu machen. Ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Ukraine einer der wichtigsten Lebensmittelproduzenten der Welt ist, nicht? Also die Kornkammer der Welt. Ne? Und deswegen ist es strategisch auf mehrlei, aus mehreren Gründen wichtig. Einerseits geht es gegen Russland und zweitens wegen der Lebensmittelversorgung. Ist das trotz Tschernobyl noch so? Tschernobyl ist ja Weißrussland, das ist ja woanders. Ich meine, ich meine immer Tschernobyl wäre in der Ukraine, aber es sind beide Länder in erheblichem Maße verstrahlt worden. Ja, natürlich. Die Ukraine wurde natürlich auch von Tschernobyl betroffen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Ukraine natürlich Hauptexport von Getreide ist, ne? In die ganze Welt. Und so. Und deswegen ist es natürlich strategisch wichtig, die Ukraine sich zu schnappen und in seinen Einflussbereich zu holen, aber auch um sie aus dem Einfluss von Russland zu nehmen, ne? Ist ganz klar. Ach, ich denke, das gehört zur Umzingelungsstrategie von Russland. Auch von dem Militärhafen her, den Russland immer hatte an der Krim. Ja, genau. Ich meine, auf der Krim war natürlich, ich glaube, das Sevastopol war ja der Hauptmarinehafen während der Sowjetunion und das haben die Russen sich ja noch behalten können, aber die Russen bauen ja jetzt auf ihrem eigenen Territorium einen neuen Marinehafen, damit sie dann nicht mehr diese Enklave in der Ukraine haben. Das scheint ja Sinn zu machen, doch. Ja, natürlich, weil sie kriegen sie ja nicht gratis. Nicht? Sie zahlen ja für diese Nutzung des Hafens und sind ja auf ukrainischem Territorium, wenn man so will. Und deswegen macht es sicher Sinn, aus russischer Sicht einen eigenen neuen Marinehafen zu bauen für ihre ganze Schwarzmeerflotte. Ich glaube, in der Ukraine gibt es auch ziemlich viel Kohle und auch Industrie in erheblichem Maße. Ja, es war ja, erstens mal ist es ein sehr großes Land. Ne? Es ist ja eins der größten europäischen Länder, ja, von der Fläche her allein. Und es ist ja auch aus der Sowjetzeit hat es sehr viel Industrie dort, nicht nur die ganze Lebensmittelproduktion, sondern auch Industrie, speziell Waffenproduktion ist dort immer noch sehr groß. Die Politiker, die man dort bei Yes Ukraine hat, ist ja ein ziemlich breites Spektrum. Was mich nicht wundert, ist, dass da Leute sind von der Partei von Viktor Juschenko und von Julia Timoschenko mit der Orangenen Revolution, die ja stark vom Westen, vor allem auch USA, gefördert worden sind. Also, dass sie die Geldmittel hatten für ihre friedliche Revolution damals. Ja, genau. Ich meine, der Gastgeber und derjenige, der dieses Treffen bezahlt, weil das wird ja nicht gerade billig sein, die ganzen Leute einzufliegen und so eine Veranstaltung zu machen mit Übernachtung und Essen und ich weiß nicht was da, Konferenz und so, ist ja der Viktor Pintschuk und der ist ja ein Milliardär und für ihn ist das, er ist der Gründer und Veranstalter von Yes Ukraine. Und er macht das Ganze. Es ist also nicht es ist ein bisschen wie Bilderberg, nur Bilderberg rotiert ja immer, also es findet ja jedes Jahr in einem anderen Land statt und wird dann von den Gastgebern des jeweiligen Landes veranstaltet. Und hier, Yes Ukraine, findet immer am gleichen Ort statt, in Jalta, nicht? Und außer den, wo ich schon mal vermutet hätte, dass sie dort sind, also Viktor Pintschuk ist ja eigentlich auch eher zumindest von seiner
Politikerlaufbahn her, ist er jetzt eher nicht mehr. Ist ja nicht mehr parteipolitisch aktiv, war Labour Ukraine, was ein Koalitionspartner war von dem, die Präsident Kutschma unterstützt haben. Präsident Kutschma ist, soweit ich mich entsinne, auch von der Partei der Regionen unterstützt worden, die eher auch Richtung Russland sich anlehnt. Hat aber immer so zwischen Westen und Russland geschwankt. Er hat sich nicht so stark an den Westen angenähert wie Timoschenko oder Juschenko. Und jetzt war selbst Kutschma da und auch sein Schwiegersohn Viktor Pintschuk, der das Ganze organisiert. Ich habe den Eindruck, man will sich auch die eher so irgendwo zumindest lange Zeit in der Mitte gestanden haben zwischen Russland und EU, die will man auch nach Westen rüberziehen. Ja, natürlich. Der ganze Sinn dieser Yes-Ukraine-Veranstaltung mit den ganzen Top-Leuten aus dem Westen, ne, ist ja nur, die Ukraine rüberzuholen in die westliche Einflusssphäre. Nicht? Also darum geht es ja bei der ganzen Geschichte. Nicht? Und es waren ja auch viele Vertreter von westlichen Konzernen, also die lokalen Chefs der westlichen Konzerne, wie der lokale Microsoft-Chef, der hat auch teilgenommen und so weiter. Also die sind ja auch alle dort. Ne? Die haben alle ihre Filialen jetzt in der Ukraine und um das Ganze, um die Markterweiterung zu machen, ja, die westliche Markterweiterung. Ich meine, wenn in den westlichen Ländern kein Wachstum mehr stattfindet oder eher ein Rückgang seit 2007 durch die Finanzkrise und so weiter, muss man ja neue Märkte eröffnen und das ist natürlich auch die Strategie. Man will, und das hat man ja immer wieder gesehen, auch bei den osteuropäischen Ländern, die lokale Industrie wird kaputtgeschlagen und es werden die ganzen westlichen Konzerne kommen da rein mit ihren Produkten. Es war ja in der DDR auch so. Ich meine, Ostdeutschland hat man ja auch viele DDR-Betriebe kaputt gemacht und dafür sind die ganzen westdeutschen Produkte reingeflossen. So erreicht man natürlich aus westlicher Sicht eine Markterweiterung und ein Wachstum. Und jetzt aktuell steht so die Frage auf der Tagesordnung, ob die, das scheint zumindest ein Thema zu sein, 2013, weil da führende Vertreter von der Partei Vaterland von Julia Timoschenko das angesprochen hat. Im November wird eventuell die Ukraine ein Zusammenarbeits-Kooperationsabkommen mit der EU unterzeichnen. Und der Vertreter, der jetzt zitiert worden ist, weil jetzt Ukraine von Timoschenkos Partei sagt, man will auch gleichzeitig mehr auf die Russen zugehen, aber mit drei Sachen will man mit den Russen auf keinen Fall. Keine gemeinsame Verteidigung, man will keine Zollunion mit den Russen und Russisch soll auf keinen Fall Amtssprache sein. Ja, ich meine, man kann es natürlich nicht ganz mit den Russen verderben, da sie ja schließlich Nachbarn sind. Aber um die Zuhörer die Situation zu erklären, das wäre so ähnlich, wie wenn es ein Treffen in Mexiko gäbe, also Nachbarland der Vereinigten Staaten, und es würde der Geheimdienstchef von Russland und China und der Präsident von Russland und China und all die Politiker und so weiter und Militärchefs und alle und auch von Gazprom und all diese von den chinesischen und russischen Konzernen würden sich jetzt da mit südamerikanischen oder zentralamerikanischen Wirtschaftsleuten treffen in Mexiko als Nachbarland. Was, wie würden dann Washington reagieren? Versteht ihr, was ich sagen will? Nervöser, als wenn sie jetzt in einem anderen Land Lateinamerikas, was etwas weiter weg von den USA ist, sich treffen. Ja, und das Thema der Veranstaltung wäre, wie hole ich Mexiko in die russisch-chinesische Einflusssphäre? Versteht ihr? Ja. Ich meine, wie würden dann Washington reagieren? Die würden ja das als Angriff betrachten. Ich denke, die würden wahrscheinlich Mexiko ziemlich wirtschaftlich ziemlich Druck machen, politisch. Ja, das wäre wohl das Minimum, oder?
Und so muss man das, man muss oft, wenn Sachen auf der Welt passieren, muss man das immer dann umkehren, wie was wäre, wenn, oder? Das ist so ähnlich wie, wenn die amerikanischen Flugzeugträger im Persischen Golf vor der iranischen Küste rauf und runter fahren, das ist so ähnlich wie wenn jetzt die iranische Marine oder die russische oder chinesische Marine dauernd vor New York oder San Francisco rauf und runter fahren würde. Wie würden denn die Amerikaner dann reagieren? Ja, es könnte ähnliche Kommunikation wie zwischen Khrushchev und Kennedy geben. Ja, so ist es, ne? Die würden das als absolut Affront und Angriffs- und Bedrohung sehen, aber wenn das die Amerikaner machen, dann ist das natürlich was anderes. Und so ähnlich ist es jetzt bei der IS-Ukraine. Nicht? Also mich wundert auch immer, wie ruhig die Russen und die Iraner und die Chinesen sind, wenn sie mit diesen ganzen wenn sie so provoziert werden, nicht? Wie ruhig die sind. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob das ein Fehler ist. Ich denke schon, also psychologisch scheint mir das sehr sinnvoll zu sein, da ruhig zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass man auf keine Weise reagieren sollte, aber man sollte überlegt reagieren. Denn wenn man sich provozieren lässt, dann verliert man, glaube ich, eher im Ansehen der Länder, die da neutral sind. Naja gut, neutrale Länder gibt es ja nicht mehr, ja. Aber ja, du hast insofern recht, sicher ist es richtig, nicht vernünftig oder was immer zu reagieren. Aber, man darf eins nicht vergessen, die Amerikaner und der Westen generell verstehen nur eine Sprache. Die verstehen nur eine Sprache und das ist eins in die Schnauze hauen. Die verstehen nicht Diplomatie, die verstehen nicht Kompromisse, die verstehen nicht Verständigung. Das sehen die immer als Schwäche an. Und wenn man ihnen die kleinen Finger gibt, dann nehmen sie die ganze Hand. Das heißt, ich würde natürlich ganz anders reagieren. Ich würde ganz klar viel aggressiver gegenüber denen vorgehen, denn nur das verstehen die. Nur so kann man sie aufhalten oder in Schach halten. Alles andere sehen die als Schwäche an und lachen drüber. Ich denke, man kann sehr wachsam sein und viel reagieren, aber man kann da trotzdem eine entspannte Haltung bei bewahren. Ja, die entspannte Haltung kann man machen, aber man muss ihnen sagen, gut, wenn ihr das macht, machen wir das auch. Ja. Und dann merken die, weil man muss ihnen mit der gleichen Münze heimzahlen, das verstehen die dann. Was? Die verstehen nur. Das ist wie mit Nordkorea. Nordkorea wird in Ruhe gelassen, ja, da passiert mal gar nichts. Und obwohl sie sagen, die haben ja sogar gedroht, Atombomben auf Japan und auf Amerika zu hauen. Und was ist mit ihnen passiert? Nichts. Nicht? Deswegen, die verstehen diese Sprache. Die Amerikaner verstehen nur solche Sachen. Die verstehen nicht ein normales diplomatisches Benehmen. Das sehen die immer als Schwäche an. Nehme ich mal zur Kenntnis. Was mir noch aufgefallen ist, bei Yes Ukraine ist selbst zum Beispiel, wenn ich das richtig gesehen habe, Vizechef von der Partei der Regionen, also der Partei, die eigentlich marktwirtschaftlich orientiert ist, aber klar in Richtung Russland, zumindest im Vergleich zu Juschenko, Timoschenko, wesentlich stärker Richtung Russland. Selbst da ist jemand da gewesen. Jetzt könnte man vielleicht denken, Kutschma ist mehr nach Westen rübergezogen worden, aber selbst die eigentlich wichtigste russlandfreundliche Partei. Ach, und dieser Boxer, der ist auch schon da gewesen, Klitschko mit seiner neuen Partei, der ist in der Taz mal gebracht worden. Ja, er ist ja Abgeordneter im Parlament. Die scheinen keine Partei auszulassen, die einigermaßen groß ist und dem Westen nicht völlig abgeneigt ist. Ja, natürlich, weil sie wollen natürlich die rüberholen und das ist natürlich für diese Leute ist das natürlich, sagen wir mal,
Das ist wie wenn sie einen Hollywood-Star treffen, wenn sie plötzlich die Hillary Clinton und den Bill Clinton und den Petraeus und wie sie alle heißen, da treffen können und dass die in die Ukraine kommen. Ich meine, das ist natürlich für sie ein, da sind sie ganz baff, oder? Wow. Und so tut man die einseifen, natürlich. 2012 waren noch ganz viele Russen da und nicht gerade Oppositionelle, war aber auch ein Thema, wie die Zukunft Russlands aussehen könnte. Und da, das war ein ehemaliger Finanzminister, war da, dann hochrangiger Berater, also einfach von der Zahl der Leute her, so viele Leute können das nicht sein, die man auf westliche Linie gebracht hat. Nein, das war ja auch die Zeit, wo ja nicht der Putin Präsident war, sondern der Medvedev. Und der Medvedev ist ja natürlich schon jemand, wo man mit Vorsicht genießen muss in Bezug auf seine Loyalität gegenüber Russland. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch Gerüchte, dass der Putin den ja absägen will. Zum Beispiel. Der Putin war ja voll gegen den WTO-Beitritt Russlands und der Medvedev hat das ja mehr oder weniger gemacht. Nicht? Und so. Da muss man ja nicht in der WTO sein, wenn man Freihandel machen will. Ja, aber was heißt denn Freihandel? Freihandel heißt doch nur, dass die Tore öffnen für die westlichen Konzerne. Das heißt Freihandel. Das ist ja immer das Gleiche, überall. Das ist ja nur zum Vorteil des Westens und nicht für den anderen. Wenn man selber entscheiden will, mit wem man handelt, wem man Vergünstigungen gibt und nicht das mit einem Handelspartner machen will, ist es vielleicht sogar besser, nicht in der WTO zu sein. Ja, speziell für Russland und Ukraine ist es nicht gut, weil der WTO hat zum Beispiel keinerlei Vorteil, wenn man schwerlastig in Richtung Rohstoffe ist, wie es ja Russland ist. WTO hat einen Vorteil, wenn man eher in in Sachwert, also in der Produktion von irgendwelchen Produkten ist, ja. Aber das ist ja nicht der Schwerpunkt Russlands. Russland exportiert hauptsächlich Rohstoffe. Und da spielt WTO überhaupt keine Rolle. Mhm. 2012, habe ich gesehen, war auch der Regierungschef der Türkei bei Yes Ukraine und es waren auch schon hochrangige israelische Politiker da, die Präsidentin. Ja, der Peres war da, ne? Der Präsident Israels, Peres war dort, ja. Na, ist klar, dass die Türkei dabei ist, weil erstens mal sind sie praktisch Nachbarn, nicht, auf der anderen Seite vom Schwarzen Meer. Und es findet ja viel Verkehr, also viel Wirtschafts-, die haben ja große Wirtschaftsbeziehungen dann. Die ganzen Schiffe fahren ja durch den Bosporus. Deswegen muss man schon sich mit der Türkei verstehen und so weiter. Außerdem, die Türken nehmen ja auch bei Bilderberg teil. Ukrainer bei Bilderberg sind mir bisher noch nicht bekannt. Ist mir nicht bewusst, dass schon welche da Leute gewesen wären. Russen bei Bilderberg ist mir eigentlich jetzt präsent ausschließlich Kasparov und Chubais. Chubais war doch einer der großen Privatisierer unter Jelzin, die das Land so mit ausverkauft haben. Und Kasparov hat so eine nationalliberale Partei, und die ganz klar gegen Putin Opposition ist. Ja, der Kasparov ist natürlich eine Marionette, die voll vom Außenministerium der Vereinigten Staaten finanziert wird, um dort als fünfte Kolonne zu fungieren, oder? Und er wird ja auch da und von den westlichen Medien da immer hochgepusht. Ist klar, dass der dabei ist. Auch Politiker aus Indien zum Beispiel sind dort gewesen. Die sind gut, Indien legt ja großen Wert auf seine Blogfreiheit. Aber es ist für mich auch ein ganz klares Zeichen, dass da nicht die gleiche Klientel nur praktisch ist wie bei Bilderberg, so,
sondern wenn sie auch Russen und Inder einladen, dann will man die zumindest einbinden, dass sie das nicht, ich denke mal, dass sie das nicht als bedrohlich empfinden oder als Konkurrenz, sondern dass man mit ihnen gute Beziehungen pflegt und die Ukraine trotzdem aus ihrem Einflussbereich wegnimmt. Ja, das ist klar, nicht? Ich meine, wie ich vorher sagte, man tut diese Leute einladen zu diesen Treffen, weil es für sie etwas wie eine Auszeichnung ist oder etwas Besonderes. Das wäre so ähnlich, wie wenn ein deutscher Schauspieler zu den Oscar-Verleihungen eingeladen wird. Ich meine, für die ist das das Größte, ne? Und dann kann man sie natürlich umdrehen. In der Selbstdarstellung von Yes Ukraine steht, dass es da um die Ukraine geht, um Europa und auch um globale Themen. Und dass es darum geht, auch die Ukraine einzubinden in ja entscheidende internationale Systeme. Das Wort NATO habe ich da jetzt, wenn ich mich entsinne, nicht ausdrücklich gefunden. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch angedacht ist, aber dass da nicht ganz so viele Befürworter sind wie bei für einen möglichen EU-Beitritt. Ja, natürlich. Man darf ja, ich erkläre euch jetzt die Mentalität der westlichen kriminellen Bande, oder? Und die hat ja die ehemalige amerikanische Außenministerin, wie heißt sie da? Hillary Clinton. Nee, nicht die Hillary Clinton. Madeleine Albright? Nein, die Madeleine Albright hat das mal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie hat nämlich gesagt, den Russen muss klar sein, dass ihre ganzen Ressourcen, ja, der Weltgemeinschaft gehören und nicht Russland. Das hat sie gesagt. Nur, mit Weltgemeinschaft meinen sie natürlich sich selber. Also die paar Länder, die immer sagen, sie wären die Weltgemeinschaft. Nicht? Aber nicht die wirkliche Weltgemeinschaft. Also die 200 Länder, sondern sie meinen natürlich nur die 5 Länder, die sie da, die ja meinen, sie vertreten die ganze Welt, nicht? Amerika, England, also EU, Kanada und so weiter. Das ist ja in ihren Augen die Weltgemeinschaft und nicht die ganzen 200 in der UNO vertretenen Länder. Das sieht man doch, wo in Teheran letztes Jahr das Treffen des Non-Alignment-Movement war und darin sind ja 170 Länder. Die kamen nach Teheran und mit denen hat der Iran freundschaftliche Beziehungen. Und die anderen 30 Länder, die sagen, sie wären die Weltgemeinschaft. Ja, das ist ja nicht wahr. Das ist einfach diese westliche totale Arroganz, nicht? Das ist so ähnlich, wie der Barroso immer sagt, er spricht für Europa. Entschuldigung, der Barroso spricht höchstens für die EU, aber nicht für Europa. Europa besteht aus 50 Ländern, die EU aus 27. Also er kann nur für die 27 sprechen. Sagen tut er aber immer, er spricht für Europa. Das ist nicht wahr. Das darf er gar nicht. Und genauso darf diese westlichen Staatsführer sprechen für die Weltgemeinschaft. Dabei sprechen sie höchstens für sich selber, für diese kleine Gruppe da. Ich denke, dass man versucht, also von wegen Weltgemeinschaft, dass das was damit zu tun hat, mich erinnert das an Militärstrategien. Zum Beispiel gibt es ja diese EU-Sicherheitsstrategie. Und die gibt es schon aus dem Jahr 2003, hat damals der Herr Solana, damals war, glaube ich, noch Schirmherr davon. Und, was soll ich sagen, Entschuldigung, ist ja EU-Militärstrategie, da steht auch drin, dass da wird davor gewarnt, dass manche Länder sich von der Weltgemeinschaft abgewandt hätten. Dass man da Druck machen muss, damit sie sich da nicht mehr abwenden. Ja, aber mit Weltgemeinschaft wird diese kleine Clique an Leuten oder an Ländern gedacht, die meinen, sie sind die Weltgemeinschaft oder vertreten sie. Ja? Wenn das, ich kann mir vorstellen, dass das bei der EU-Sicherheitsstrategie auch so in der Art gemeint sein kann und dass vielleicht auch die Frau Albright das so versteht,
dass die Russen ihre Rohstoffe teilen sollen mit bestimmten Ländern, die sich, wie meinen sie, wären die Welt. Ja, aber das tun sie ja. Ich meine, Russland teilt ja in dem Sinn seine Rohstoffe, indem sie Gas nach Europa liefern und Öl und alles Mögliche liefern an Rohstoffen. Nur, was die ja meinen, ist ja, dass der Ertrag aus diesem Export nicht den russischen Bevölkerung zugutekommen darf, sondern den westlichen Konzernen. Ich meine, das ist doch immer so. Das ist doch im Iran genauso und in allen anderen Ländern. Ich meine, jedes Mal, wenn diese Länder versucht haben, das Volksvermögen, die Ressourcen des Landes für die eigene Bevölkerung einzusetzen, so wie Hugo Chavez in Venezuela und so weiter, dann ist das ein Verbrechen. Das dürfen die nicht. Die haben das der Weltgemeinschaft zu geben, also den Weltkonzernen zur Ausbeutung. Und die Profite haben die Konzerne einzusacken. Das ist ja der ganze Grund überhaupt, dass der Iran bedroht wird. Und Venezuela und andere und Libyen platt gemacht wurde und so weiter. Ja, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass die Ressourcen der Bevölkerung zugutekommen. Das erinnert mich auch an NATO-Strategie. Da steht doch auch was, dass die NATO Handelswege sichern will. Das kommt mir schon wieder mit Metapher. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe ja schon oft genug gesagt, dass das Pentagon und auch die NATO, die haben doch nichts mit Verteidigung zu tun, sondern das ist die Schlägertruppe für die ganzen Konzerne, für die Markterweiterung. Und das hat ja der Butler damals schon gesagt, der General Butler, vor dem Zweiten Weltkrieg sogar. Der war ja damals mit Philippinen involviert, dass Philippinen von den Amerikanern erobert wurde. Der hat ja damals schon gesagt, wo er dann aus dem Dienst geschieden ist, hat er gesagt, er hätte es satt, dass das amerikanische Militär die Schlägertruppe der Konzerne ist. Ja. Und es geht um Markterweiterung und um das Imperium zu vergrößern und so weiter. Ich meine, was hat denn zum Beispiel die Sache in Libyen mit Demokratie? Ich meine, verkauft haben sie ja den Angriff auf Libyen und Beseitigung von Gaddafi damit, dass sie die Bevölkerung schützen wollen und dass sie Demokratie bringen wollen. Ja, wo ist denn die? Wo ist denn die jetzt? Die ist ja nicht da. Libyen ist ein Chaos. Die ganze Infrastruktur ist durch die NATO-Bombardierung kaputt. Und es gibt gar keine richtige Regierung, auf jeden Fall hat sie nichts zu sagen, sondern das Ganze ist in so Terrorgruppen zerfallen, ja. Also ging es doch gar nicht wirklich um das, was sie da und immer behaupten. Und also, so geht es ja überall. Ja, damals ging es um die angebliche Responsibility to Protect, wobei sich die Frage stellt, ob sie im militärischen Sinne überhaupt gibt. Dass man, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord zu verhindern, mit Genehmigung des UNO-Sicherheitsrats einmarschieren dürfe, ohne dass ein Land angegriffen hat, unter Durchbrechung der Souveränität eines Landes, obwohl diese Möglichkeit so nicht in der UNO-Charta steht, das hat man da gemacht. Und es ist höchst umstritten. Ich bin der Meinung, dass es da keine Grundlage gab, da in Libyen diesen Sicherheitsratsbeschluss zu machen. Ja, und China und Russland haben ja aus dieser Erfahrung gelernt und deswegen haben sie im Sicherheitsrat sich bis heute gesperrt, dass da eine militärische Invasion in Syrien stattfindet. Sie haben ja gelernt, warum Amerika und die NATO immer diese Ausrede benutzen. Ich meine, wie kann man Leute schützen, indem man ihnen Bomben auf den Kopf haut? Ja. Oder indem man Terroristen mit Waffen beliefert, die dann die Zivilbevölkerung massakrieren. Das ist doch kein Schutz. Ich denke mir,
Ja gut, das ist jetzt das eine, was man dort in Libyen und was man in Syrien macht. Ich wollte gerne nochmal zur Ukraine zurückkommen. Ich möchte dem anderen Thema nicht ausweichen, nur ich denke, es ist ein ganz anderes Vorgehen. In der Ukraine gibt man den Menschen Aufmerksamkeit. Ja, wie gesagt, das sind prominente westliche Politiker, die fühlen sich geschmeichelt. Und ja, ist sehr logisch, weil die Ukraine ist natürlich eine Ex-Sowjetrepublik und liegt neben Russland, und dann kann man ja nicht, muss man ja anders vorgehen, ne? Kann man ja, außerdem ist es ein sehr christliches Land, nicht? Da kann man ja nicht mit Al-Qaida reinfahren, so wie sie es halt in den muslimischen Ländern machen, oder wie sie es in Tschetschenien gemacht haben, ne? Ich meine, der tschetschenische Aufstand, der ist ja von Saudi-Arabien finanziert worden im Auftrag der Amerikaner. Hm. Ja, und so weiter. Das kann man natürlich mit der Ukraine nicht machen. Da gibt es ja keine Moslems. Was ich mich frage, ist jetzt, wenn Sie die Ukraine näher an die EU führen wollen, ob die Ukrainer überhaupt wissen, was zurzeit hier in der EU los ist. Die Mitgliedstaaten, die einen Euro haben, welche Beträge die für die Absicherung der Banken geben sollen, EU-Militärvorschriften im Innern, EU will immer gentechnikfreundlicher werden. Ja, genau. Ob die wissen, darum, was geht's, die sich auch antun. Es geht auch um Monsanto, ne? Ist ja klar, die können dann voll mit ihrem ganzen Gendreck da reinfahren, oder? Es wäre ein riesen Markt für sie. Für Monsanto, Syngenta und all diesen Verbrecherorganisationen. Aber wir müssen uns ja nur das Thema Kroatien gucken. Kroatien ist dieses Jahr in die EU reingekommen, Anfang Sommer, ja. Und was ist jetzt? Was ist jetzt mit Kroatien? Die sind voll am Abserbeln. Die haben eine riesen Schuldenquote, ja. Mhm. Und wissen gar nicht mehr, wie sie zurechtkommen. Ihre Wirtschaft ist um 20% zurückgegangen, seitdem sie in der EU sind. Und genau das blüht jedem Land, das in die EU geht. Jedem Land. Ja? Die Frage ist für mich jetzt natürlich bei Kroatien, vielleicht ist das eine Aufwertung gewesen, also weil sie die Währung nicht abwerten können und dann weniger wettbewerbsfähig sind. Ob das vielleicht der Grund ist? Naja, sie haben ja noch ihre Währung. Okay, gut. Aber, gut, haben wir den Euro nicht. Aber es geht ja darum, dass jedes Land... Man muss sich ja vorstellen, was dann passiert, oder? Dann kommen diese ganzen Regelungen, die von Brüssel ihnen aufgedrückt werden, die ja sehr behindernd sind für die Wirtschaft. Ich meine, diese ganzen Südländer und Ostländer, die haben natürlich einen ganz anderen Standard, wie sie produzieren. Und wenn man natürlich dann ihnen diese ganzen EU-Regeln aufbürdet, dann werden sie nicht mehr konkurrenzfähig. Ja. Ja. Und dann bricht denen die Wirtschaft weg und dann fehlen die Steuereinnahmen. Also in Kroatien fehlen einfach die Steuereinnahmen, und deswegen landet, und aber diese ganzen Umstellung auf EU-Recht ist sehr teuer. Das heißt, der Staat muss unheimlich viel Geld ausgeben, aber die Steuereinnahmen fehlen, also fallen sie voll in die Verschuldung. Und genau das passiert jetzt mit Kroatien. Ja. Und das blüht jedem Land, wie Ukraine auch. Es ist so, es gibt natürlich einen Teil der Leute, die aufgeweckt sind dort, die das erkennen und wissen und deswegen sich dagegen sträuben. Aber es gibt natürlich Träumer, die an dieses goldige EU glauben, die es ja gar nicht gibt. Ich meine, frag mal die Griechen, was sie von der EU haben, ne? Oder die Spanier, oder die, ich meine, wir können sie ja alle aufzählen. Irland, Portugal und so weiter. Ich meine, wir wissen doch mittlerweile, dass die EU ein Verarmungsverein ist. Der ist dazu da, um die ganzen Länder zu verarmen. Wenn die, gut, so sehr die US-Ukraine auch dafür da sein mag, die Ukraine in die EU hineinzuziehen. Ich kann mir vorstellen, ganz anders als Bilderberg, dadurch, dass man auch Leute aus dem Osten einlädt, ist es doch gleichzeitig etwas, was den Frieden stärkt und deeskalierend ist, weil man halt mit Leuten von der anderen Seite spricht.
Ja, aber man spricht ja nur mit ihnen, um sie zu rekrutieren für ihre Agenda. Also, du meinst nicht, um mit denen ernsthaft zu verhandeln? Ach was. Sondern um sie... Schau, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt. Da hat doch das kroatische Fernsehen ist nach, wegen dem Beitritt von Kroatien in die EU, sind sie nach Brüssel gereist und wollten mit den Top-EU-Leuten Interviews führen. Haben aber nie, bei niemanden Audienz gefunden. Und dann haben sie den britischen EU-Abgeordneten, den Chef von der Independence Party, interviewt. Mhm. Wie heißt der wieder? Der Farage, oder? Mhm. Ja. Und dann haben sie ihn gefragt, Herr Farage, wie ist denn das möglich? Wir sind doch gerade jetzt in die EU beigetreten. Und kriegen aber weder von Barroso noch von Van Rompuy noch von dem Schulz da, von dem deutschen Schulz, der Chef von Vorsitz des Parlaments, das kriegen wir ein Interview. Wieso ist denn das? Da hat er gelacht. Und dann hat er gesagt, ja, weil ihr jetzt dabei seid. Wenn ihr noch nicht dabei gewesen wäret, dann hättet ihr euch zum tollen Essen eingeladen mit dem teuersten Wein und hättet euch da alles, dann hättet ihr mit der Kamera ihn interviewen können. Aber jetzt seid ihr dabei, jetzt interessiert doch Kroatien nicht mehr. Ja, der gibt sich doch keine Mühe mehr, ihr seid ja jetzt im Gefängnis. Ihr seid ja jetzt eingefangen worden. Was soll er mit euch unterhalten? Die EU hat... Das hat der Farage gesagt. Das heißt also, solange die Ukraine nicht dabei ist, solange fahren natürlich diese ganzen Bonzen dahin und machen einen auf nett und freundlich und reden mit denen. Sobald die geschnappt haben, geht keine Sau mehr dorthin. Da interessiert die das gar nicht mehr. Ja? Das könnte natürlich der Fall sein, ja. Ja, natürlich, das ist ja immer so. Die EU ist ja auch ziemlich offiziell da vertreten gewesen. Deswegen glaube ich auch, dass das so das Hauptaugenmerk ist, nicht nur, dass es ja an Selbstdarstellung steht, Erweiterungskommissar, also für Aufnahme neuer EU-Mitglieder, Stefan Füle zum Beispiel, ist auch da gewesen. Ja, dann passt's ja. Nicht? Ich meine, was hat denn der ehemalige CIA-Chef dort zu suchen? Ich meine, das alleine ist ja schon ein Affront. Ja. Oder am meisten habe ich natürlich schon, ist mir die Kotze gekommen, wo ich den Strauß Kahn auf der Bühne sitzend mit dem Monty gesehen habe. Ich meine, das ist ja der Oberbilderberger, ja. Der wurde ja gar nie gewählt als Chef von, als Premierminister von Italien. Ich meine, den hat niemand gewählt. Und dann saß der Strauß Kahn, der nachweislich ein Frauenvergewaltiger ist, ja. Saß neben dem Monte und dem Gerhard Schröder auf der Bühne. Ich meine, wenn ich der Schröder wäre, dann würde ich nicht mal 10 Kilometer den an mich ranlassen. Und die saßen da alle schön auf der Bühne und haben da ihre Reden gehalten, als wie wenn der Typ sauber wäre oder was. Das sieht man mal, was eigentlich los ist. Das sind Verbrecher. Ja, mir kommt es schon mehr, deutlich mehr gemischt vor, auch wenn ich mir die Agenda angucke, mit Bilderberg zum Beispiel vergleiche. Ich meine, wie kann der Tony Blair dort sein? Der ist doch nachweislich ein Kriegsverbrecher. Der ist doch nachweislich, hat der gelogen wegen dem Irakkrieg. Ja? Und dann hockt der dort neben dem Bill Clinton, der ja übrigens der Verursacher der Finanzkrise ist. Der Bill Clinton ist der Verursacher überhaupt der Finanzkrise, denn er hat damals 1999 den Glass-Steagall Act aufgehoben, der ja die Bankentrennung da bis dorthin hatte, ne? Als Konsequenz aus der Weltwirtschaftskrise 1930. Er hat die Finanzkrise verursacht. Mit seinem Aufheben des Glass-Steagall-Act. Und der war natürlich auch dort. Und so weiter, und so weiter.
Das ist doch ein Treffen von Weltverbrechern. Also was mich echt erstaunt hat, ist, dass Strauss-Kahn einträchtig neben Monti sitzt, weil ja, Strauss-Kahn wirkte auf mich so, als wäre er von der Elite verstoßen worden und jetzt ist er wieder dabei und sitzt neben Führung. Den höchsten verstoßen worden ist er ja deshalb, weil er damals als IWF-Chef irgendeinen Fehler gemacht hat. Der hat scheinbar nicht gespurt. Dann haben sie ihm halt die... Es war doch jeder hat gewusst, dass der Typ... Jede Frau, die nur in die Nähe von ihm kommt, dass der auf die drauf springt. In Frankreich wusste das jeder. Und ich weiß, dass zum Beispiel, wo er beim WEF in Davos war, hat er auch ein Zimmermädchen vergewaltigt. Ja, in dem Hotel. Und was war? Es ist halt so, wenn das WEF sich trifft, was ja auch so ein Bonzentreffen ist, dann können die dort machen, was sie wollen. Die Kantonspolizei Graubünden darf nichts machen. Und deswegen hat sich übrigens wahrscheinlich der Chef der Graubündner Kantonspolizei umgebracht, weil er dem nicht mehr zuschauen konnte. Er konnte das mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, dass er dauernd wegschauen muss und das Gesetz nicht durchsetzen kann während dem WEF. Denn ich weiß, ich kenne jemanden, der hat dort Security gemacht. Der hat mir erzählt, du glaubst gar nicht, was da an Koks geflossen ist. Die sind ja alle auf Drogen da oben. Die machen die größten Partys. Ja? Und da ist alles, was du dir vorstellen kannst. Nutten, Callboys, Drogen, alles ist dabei. Also bei dem Weltwirtschaftsforum. Das ja, beim Weltwirtschaftsforum. Das findet ja immer im Februar in Davos statt. Da kommt mir ja fast so vor, als ob man, als ob es eine Gelegenheit ist, dafür, dass Fotos gemacht wurden, womit man hinter Leute in der Hand haben kann. Was das, immer, ja. Warum vermischt man sowas sonst? Wo ich damals in St. Moritz das Pressezentrum während dem Bilderberg-Treffen machte, ist ein Polizist zu mir gekommen, wo gesagt hat, ja, ich finde das toll, was ihr da macht und ich lese deine Seite und so. Und dann hat er zu mir gesagt, ich bin übrigens für die Drogenfahndung hier zuständig. Und dann hat er mir gesagt, ich darf überhaupt nichts machen. Ich darf doch keinen von diesen Milliardären da verhaften. Da habe ich keinen Job mehr. Ich kann höchstens ein paar kleine Fische da fangen. Und außerdem hat er mir gesagt, man müsste ja nur das Abwasser messen, dann könnte man sehen, wie viel Koks da drinnen ist. Ja. Nicht? Und so läuft das Ganze. Die schweben doch alle in die haben doch mit uns nichts zu tun. Die unterliegen nicht unseren Gesetzen. Wir werden hart drangenommen, wenn wir falsch parken. Die können tausende Leute umbringen. Es passiert ihnen gar nichts. Die können Vorträge halten. Ich meine, der Tony Blair, der müsste doch schon längst im Gefängnis in Den Haag hocken wegen Kriegsverbrechen. Und wie sie alle heißen. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Osten teilweise nicht wissen, wen sie da vor sich haben. Naja, wissen tun sie es vielleicht schon, nur sie meinen, das sind die, oh, wow, das sind die Promis, oder? Wow, und wir dürfen jetzt auch mit diesen ganzen westlichen Promis da auch irgendwie reden. Und die kommen sogar zu uns. Ja, ich sag ja, das ist wie so ein kleiner deutscher Schauspieler, der wird jetzt nach Hollywood zu den Oscars eingeladen. Ich meine, der ist ja auch total beeindruckt, wenn er diese ganzen Typen da, Hollywood-Stars sieht, oder? Und dann kommt er doch ganz anders zurück. Ja. Ja, ich denke, da Yes Ukraine nicht so, sagen wir mal, so intransparent wie Bilderberg ist, könnte vielleicht einer der nächsten Schritte sein, einfach mal jemanden interviewen, der da gewesen ist. Ja, könnte man ja machen, ja. Man müsste halt sich mal jemanden auch rauspicken, an den man rankommt, ja. Und ihn mal fragt, ja. Sicher. Ich meine,
wenn ich mir so die Liste angucke, wieso war der Chef von Interpol dort, oder? Wieso war der Chef von WTO dort? Wieso war der Chef von ExxonMobil dort? Das sind doch Leute, die haben doch einen ganz vollen Terminkalender und dann nehmen sie sich da ein paar Tage Zeit, um in diese Ukraine zu fliegen. Das ist doch nicht dazu da, um Kaffee zu trinken oder Wodka oder was, sondern das geht um wichtige Sachen. Das sehe ich auch so. Zumindest, dass man da schon mal die Stimmung bereitet dafür. Ja, ich sage ja, solange die Ukraine noch nicht eingefangen ist, werden sie das machen. Aber wenn sie mal drin sind, kümmert sie, dann werden sie nur noch ausgebeutet. Ja, ich denke, das sollten wir auf jeden Fall weiter beobachten und auch nochmal analysieren, was sie dort für Texte veröffentlichen, was sie dort für Reden gehalten werden. Ja, ich habe ja vor, raten wird. Beim nächstes Mal dort zu sein. Also wenn nächstes Jahr will ich ja, ich will gucken, ob ich akkreditiert werde und dann werde ich mal gucken, ob ich dort teilen, also als Journalist, als Beobachter. Ich glaube ja nicht, dass sie mich reinlassen, aber ich kann es ja mal versuchen. Wenn man die Leute vom Eingang anspricht. Ja, oder was immer, nicht? Also auf jeden Fall dort mal genauso eine Beobachtung machen, wie wir es mit den Bilderbergern machen. Ne? Ja. Und dass man da an die Nähe rankommt und sie mal vielleicht doch vors Mikrofon kriegt. Ne? Mhm. Ganz klar. Und ich denke, bei Bilderberg haben die ihre Verschwiegenheitsregeln. Wenn sie die woanders nicht haben, zum Beispiel in der Ukraine, dann kann man sie da vielleicht wesentlich leichter mit ins Interview gelangen. Genau, ich meine, wir wissen ja, dass bei Bilderberg gilt ja diese sogenannte, wie heißt das? Chatham House Rules, oder? Also das habe ich jetzt bei Yes nicht gelesen. Hm. Und das heißt also, man könnte vielleicht doch mal ein paar Aussagen von denen kriegen, obwohl die werden ja auch ihren Schmäh dann erzählen, ja. Das kann natürlich sein, nicht. Ich meine, es sind ja noch andere, ich meine, zum Beispiel der Präsident Polens war da, Kwasniewski, oder? Der war dort. Oder der Ministerpräsident von Kasachstan, der war dort. Das hat mich schon gewundert. Ja? Kasachstan ist ja mit Russland verbündet. Aber das glaube ich nicht. Die werden doch auch da und jetzt geguckt, dass man sie rüberholt. So, ne? Genau wie Aserbaidschan und so. Ja. Ja, ich denke, Kasachstan ist schon ein Land, was etwas stärker eingebunden ist. Die Russen, die haben ihr Verteidigungsbündnis zusammen mit einigen ehemaligen Sowjetrepubliken und dann haben sie noch die also wirtschaftliche, politische Shanghai-Kooperationsorganisation. Ja. Ich denke, sowas zur östlichen Einbindung sowohl verteidigungs- als auch wirtschaftsmäßig gibt es. Und na, ich meine, gerade Kasachstan ist doch, ich meine, ich weiß ja nicht, ob du dich schon mal mal gesehen hast, was in Astana, in der Hauptstadt von Kasachstan passiert. Ich meine, das ist ja die volle NWO, wenn man sich die Bauten und alles und die Symbolik, die dort ist, anguckt, mit Pyramiden und ich weiß nicht, was alles die da bauen. Also da, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist ja die Zentrale der NWO, oder was ist das jetzt dort? Ja, wirklich. Und die wollen die alle schnappen, oder? Ja. Na, bei Kasachstan habe ich so meine Zweifel. Anders als zum Beispiel bei Georgien, Georgien, ja, klar, sind sowieso Richtung Westen noch. Ich meinte jetzt erst zu Usbekistan. Mhm. Ja, und ich meine, Kasachstan, das ist ja eines der größten Länder der Welt. Mhm. Das ist ja riesig. Also es gibt, ich würde mal sagen, Kasachstan ist so groß wie Amerika.
Von der Fläche her. Ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Russen haben ja jetzt beschlossen, dass ja der Raumfahrtflughafen da, Baikonur, oder? Mhm. Der ist ja in Kasachstan. Der wird aufgegeben und sie bauen jetzt weiter östlich auf russischem Territorium einen neuen Raumfahrtflughafen. Für irrsinniges Geld bauen die jetzt ein neues für ihre Raketenstarts, oder? Weil Baikonur natürlich nicht auf ihrem Territorium ist, sie ist ja in Kasachstan. Dabei meine ich, wären die Kasachen mit ihnen auch militärisch verbündet. Ich meine, die wären im militärischen Bündnis drin, das ist ja erstaunlich. Nicht? Und ich habe das erst, wann war das? Vor 2 Monaten habe ich die Nachricht gehört, dass die Russen jetzt einen ganz neuen Raumbahnhof bauen für irrsinnig viele Milliarden und Baikonur aufgeben. Ne? Und das ist so ähnlich wie mit Ukraine und ihren Marinehafen, den sie dann auch verlegen. Mhm. Ja, bei Kasachstan wird ihnen das nicht gelingen, das glaube ich nicht. Die kriegen sie nicht am besten gewonnen. Naja, das kommt drauf an. Ne? Okay. Ich denke, wir. Ich meine, abschließend kann ich, wenn mich einer fragen würde, diese ganzen Länder da, Ukraine, Georgien, Aserbaidschan und Turkmenistan und Kasachstan und wie sie alle heißen, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen: Sag mal, habt ihr alle einen Vogel oder wie? Habt ihr noch nicht verstanden, dass wenn man der Westen, das sind keine Freunde, das sieht man doch jetzt mit der NSA-Spionage. Ich meine, Gott sei Dank sind ja gewisse Deutsche jetzt aufgewacht und stellen die Frage, die man eigentlich bisher gar nicht stellen durfte. Ja, sind denn die Amerikaner wirklich unsere Freunde? Sie behandeln uns ja wie Feinde. Und das müsste man denen sagen. Guck doch mal, was sie mit ihren Partnern machen. Guck doch mal, was sie mit ihren NATO-Partnern machen. Ja? Mhm. Was glaubt ihr, wie ihr behandelt werdet? Und wie kann man so blöd sein und meinen, Amerika und der Westen ist ein Freund? Wo wir doch wissen, dass der Kissinger gesagt hat, Amerika hat keine Freunde oder Feinde. Amerika hat nur Interessen. Und genau um das geht es, nur um Interessen, ihre zu erweitern, auf Kosten der anderen. Ja. Ja. Und das müsste man denen sagen. Und das ist natürlich diese Yes-Ukraine-Geschichte, hat damit zu tun, um die alle da einzuseifen, einzuschmeicheln und wahrscheinlich auch mit Korruption, nicht, mit Bestechung, mit allem Möglichen, ja, rüberzuholen. Ja. Darum geht's bei denen. Und ich hoffe, dass die nicht in die Falle tappen. Ja. Weil dann ist immer klar, dann werden die Ukrainer noch, denen wird es dann noch schlechter gehen, als es jetzt schon ist. Und ihre ganzen Ressourcen, die sie haben, hauptsächlich diese Kornkammer, die wird ihnen, das wird ihnen komplett geplündert, weggenommen und sie sehen gar nichts. Und so ähnlich ist es bei all den anderen, was immer sie für Rohstoffe haben, das wird ihnen alles weggenommen. Und sie kriegen gar nichts. Sie kriegen höchstens die Umweltzerstörung, die dadurch entsteht. Die kriegen sie dann. Okay, ich denke, wir bleiben am Thema dran. Ganz herzlichen Dank für das Interview. In der Ankündigung der Sendung auf unser Politikblog haben wir auch den Link angegeben zu Yes Ukraine, wenn man sich weiter informieren will. Und auf Alle Schall und Rauch finden sich 2 Artikel zum Thema. Ja, es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen den Horizont erweitert.
und euch da auf etwas aufmerksam gemacht, was da über das eigentlich in westlichen Medien überhaupt nicht erwähnt wird. Vielen Dank. Ja, und dann kommt jetzt etwas Musik und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema.